Es ist nicht nur die simple Vorstellung der Trauer darüber, dass nichts von mir, nichts meiner Erinnerungen, meines Erlebens, meines Erleibens persistieren wird, sondern es ist die Urangst, es ist mehr noch eine unbeherrschbare Panik, ein reines Grauen, dass alles das, was ich bin, ich und alles, was meine Welt ist, unwiederbringlich nicht mehr da sein wird. Auch noch schlecht ausgedrückt. Gelöscht, vertilgt sein wird. Sprich, dass dieses, was sich vorstellt, ein Ich zu sein, einfach nicht mehr wiederkehren wird. Man wird sich selber nie mehr wiedersehen. Beim Tod von Bekannten erkennt man diesen Horror. Man wird ihn nie wieder sprechen, hören, sehen. Er ist einfach weg. Und alle Tröstungsversuche des eigenen Geistes und alle Weltreligionen und alle Philosophiesysteme basieren schließlich auf diesem Verwerfens- oder Verdrängens- oder Vergessensversuch dieser Urangstpanik, indem man sagt, das ist ja nur dein Ich, dein Anatta, dein Atta und dein Nicht-Ich, das ist das wahre Ich, das Selbst, die Seele oder der Körper. Aber das spielt keine Rolle, die Seele, der Körper, das Selbst, die sind ebenfalls mit weg. Und vor allem ist diese Erzeugung von solchen Abspaltungsprodukten ja nur ein Ergebnis, dieses durch Verdrängung abzuspalten, dass wenn das Ich verschwende, etwas anderes anstelle dessen weiter persistiere, was natürlich Unsinn ist, weil Ich ist gleich Körper, ist gleich Seele, ist gleich Selbst, sofern es diese Apparaturen alle auf körperlicher Basis mit Selbsteinbildungsvermögen überhaupt gibt. Alle die Jenseitsreligionen sind diese Tröstung. Nicht im Hienieden bist du da, aber drüben wirst du all die, die du nie mehr sprechen konntest, wiedersehen. Alle Nichtsvorstellungen basieren darauf, alle parmenideischen Ewigpersistenz Vorstellungen, dass sich ja gar nichts bewegt haben würde, beruhen darauf. Alle heraklitischen Vorstellungen beruhen darauf, es wird schon weitergehen, weil immer alles sich bewegt und gar nicht stillstehen kann. Alles Pustekuchen. Die wahre Philosophie fängt an mit der Tatsache, dass es eine unzurückbare Ersttatsache ist, dass das Sein es nicht anders vermochte. Und warum vermochte es das nicht anders? Dass es Wesen erschuf, die eine Ahnung bekommen sollten von ihrem Dasein in einem Dasein und der gleichzeitigen, unwiederbringlichen, mit Sicherheit kommenden Grenze konfrontiert, dass genau dieses Selbstwahrnehmungsvermögen eines Seins von sich selber sein Ende finden wird, nicht durch Erlöschen der Vorstellung, sondern durch Erlöschen des Seienden selbst. Oder wenigstens der Trägerform dieses Seienden selbst, der dieses Dasein, diese Daseinsvorstellung ermöglicht hat. Die Grundfrage ist, warum das so grausam ist, dass es nur um den Preis der Auslöschung der Körper, diese Körperpersistenz persistieren kann.
Aber im letzten Traum haben wir einen Teil beantwortet. Würden Sie es ertragen, ewig zu leben? Muss es nicht immer wieder einen Löschungsversuch geben und Auffrischungsversuch, damit neue Wesen voll hoffnungsvoller Chuzpe, Mut und Zuversicht und Vertrauen in die Welt stolpern, alles frisch anzusehen, als ewig vertrocknete Dattel missmutig mit den all anderen vertrockneten Datteln, das immer gleiche, immer wieder unveränderliche NOI des gleichen Programms abzuspulen, des gleichen Morgenprogramms, des gleichen Abendprogramms, das man schon kennt und von dem man weiß, dass es nichts Neues gibt unter der Sonne. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie dieser Beckett-Spruch hieß, muss den mal nachschauen. Die Sonne ennuierte, ekelte sich, weil sie nichts Neues sah, weil es nichts Neues zu sehen gab. Ich muss das nachschauen.